Der Hofgart aus Aschaffenburg, der sein erstes Zweitligaspiel leitete, konnte nur mit Mühe unbeschadet das Waldstadion verlassen. Er hatte einen rabenschwarzen Tag, nicht nur wegen seiner Entscheidung in der 71. Minute. Ein Angriff des VfL Wolfsburg, Steffen Korrell spielte den Ball, Butrei strauchelte und hier fühlte sich der Libero des FC Homburg natürlich benachteiligt. Es gab Elfmeter. Das war ein ganz klarer Witz. Ich spiele ganz klar den Ball während der ganzen Aktion. Habe auch zum Schluss, als ich Schiri pfeife, den Ball ganz klar am Fuß. Und von daher überhaupt kein Elfmeter für mich. 90 Minuten, alle Entscheidungen gegen uns gegeben. Der Elfmeter, der Steffen trifft klar den Ball. Ich weiß nicht, wie man so einen Elfmeter geben kann. Das ist mir unbegreiflich. Eine willkommene Angelegenheit für Butrei, sich Hollywood-reif flachzulegen. Dabei begann alles so gut und hoffnungsvoll. Anpfiff die beste Leistung des Mannes in Schwarz. Die erste Spielminute, die Grün-Weißen kontrollierten Ball und Gegner, wollten die Pokalniederlage natürlich vergessen machen, obschon sie auf Marcel Kluge, Lelle Ruhoff und Peter Eich verzichten mussten. Man ließ Ball und Gegner laufen. Korrell mit Weitblick. Jürgen Lange. Und schon nach 35 Sekunden verwandelte Uwe Freiler zum 1:0. Das sollte das Selbstvertrauen stärken. Natürlich waren alle rundum zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Sagen wir, erste Minute, kleinen Tor, ein Traumstart. Für mich in die Saison, weil erstes Spiel rote Karte hat bei mir nicht gezählt. Aber ich habe jetzt noch zwei Riesenchancen gehabt. Wenn ich mindestens eine von reinmachen, dann hätten wir ruhiger spielen können. Freilers beste Chance ergab sich schon in der dritten Spielminute, als erneut Jürgen Lange flankte und Uwe Freiler gegen seinen Namenskollegen Zimmermann nur zweiter Sieger blieb. Ein Reflex verhinderte das hier schon sicher geglaubte 2:0. Glück für Wolfsburg. 1:0 der Pausenstand, die Gäste wurden dann stärker. Freistoß Wollitz, dann Glanztat Wawczyk. Er verhinderte hier das 1:1, das wenig später unter großen Protesten doch fallen sollte. Wollitz verwandelte zum Endstand, ohne dass Frank Wawczyk, der klasse spielte, eingreifen konnte. Ja, und da ist Frank Wawczyk. Er guckt noch ganz